Wie hoch ist eine abschlagsfreie Rente bei 12 Euro Mindestlohn? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe es in einem früheren Video schon erläutert, dass wir wahrscheinlich ab dem 1. Januar 2022 einen neuen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 12 Euro haben werden können. Das setzt natürlich voraus, dass wir dann auch tatsächlich bis Weihnachten eine Bundesregierung haben und dass dann auch der Bundeskanzler Olaf Scholz heißt. Und da habe ich mir dann natürlich die Frage gestellt, wie sieht es denn aber mit der zukünftigen Rente aus, wenn ein Versicherter oder eine Versicherte nach 45 Jahren Arbeit bei 12 Euro Mindestlohn dann eine Altersrente bekommt, zum Beispiel eine Regelaltersrente bekommt. Und damit Sie diese Berechnung auch wirklich nachvollziehen können, habe ich nur unter der Maßgabe gerechnet 12 Euro Mindestlohn. Also ich habe hier keine Steigerung reingenommen. Es gibt auch keine Brüche im Versicherungsverlauf. Also weder noch mit Einbezug von ALG I oder Krankengeld oder Hartz IV oder sonstiges, sondern wir haben wirklich ganz stur gerechnet 45 Jahre bei 40 Stunden Mindestlohn. Und da bin ich wie folgt vorgegangen. Ich nehme eine 40-Stunden-Woche, das sind 160 Stunden im Monat, und ich multipliziere diese 160 Stunden mit 12. Und das ergibt dann einen Betrag von 1920 Euro. Das ist das Bruttomonatsgehalt bei einer 40-Stunden-Woche mit 12 Euro Mindestlohn. Wenn ich dann diese 1920 Euro mal 12 Monate multipliziere, komme ich auf das Jahreseinkommen. Das wären 23.040 Euro Jahresbruttoeinkommen für unseren Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, die hier 12 Euro Mindestlohn haben. Dann habe ich dieses Jahreseinkommen von 23.040 Euro ganz einfach mit dem vorläufigen Durchschnittsentgelt, welches für 2021 gilt, von 41.541 Euro dividiert. Und da komme ich dann auf 0,5546. Und diese 0,5546 sind genau diese Entgeltpunkte, die unsere Versicherte oder Versicherter für ein Jahr Arbeit im Mindestlohn im Jahr 2021 bekommen. Und diese 0,5546 Entgeltpunkte habe ich ganz einfach mit 45 Jahren multipliziert. Und dann komme ich auf 24,9570 Entgeltpunkte. Das heißt also, wenn ich bei 12 Euro Mindestlohn 160 Stunden im Monat, 45 Jahre arbeite, bekomme ich 24,9570 Entgeltpunkte. Und diese 24,9570 Entgeltpunkte multipliziere ich, weil ich eine abschlagsfreie Rente bekomme, einfach nur noch mit dem aktuellen Rentenwert 34,19, der dieses Jahr im Jahr 2021 in Westdeutschland gilt. Und dann komme ich auf eine Bruttomonatsrente von 853,28 Euro. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, finden Sie, dass 853,28 Euro Cent Rente für 45 Jahre Arbeit bei 12 Euro Mindestlohn eine auskömmliche Rente sind? Ich sage nein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.